Das heißt, das Raffineriemodul Stufe 2. Warte mal, wann können wir denn... Lass mich mal eben schnell schauen. Wann können wir denn die Aufwertung machen? Weil wir brauchen ja einen Kern. Warte mal, was brauchen wir? Wir brauchen die Dampfturbine 2, damit wir... Das war doch richtig, ne? Damit wir hier einen weiteren einbauen können, brauchen wir, glaube ich, den Kern, ne? Einen größeren. War doch so, oder? Jetzt lass mich mal eben schnell schauen. Das war... Wo haben wir denn die Teile? Oben, ne? Nehmen wir das mal eben mit. Ich meine, das war... Ich meine, wir brauchen dafür einen Kern. Aufwertung. Genau, installiert werden Dampfturbine erforderlich. Eine bessere Dampfturbine. Okay, nicht Kern, sondern wir brauchen eine Dampfturbine. Okay, alles klar. Das muss ich mir mal demnächst mal notieren. Das kann ich doch eigentlich gar nicht behalten. Dampfturbine. Die wird hier hergestellt. Dampfturbine da, 2. Produktionsmodul Stufe 2 haben wir. Forschungsdaten, eine von Stufe 2. Okay, wir brauchen einmal Forschungsdaten Stufe 2. Haben wir. Dann brauchen wir Legierungsbarren zweimal Stufe 1. Legierungsbarren? Das ist Stufe 2. Haben wir gar nicht, ne? Wie kriegen wir denn Legierungsbarren Stufe 1? Okay. Okay, ist ja nicht schlimm. Also sollten wir auf jeden Fall gucken, dass wir irgendwie die Dampfturbine hergestellt kriegen. Damit wir unser Modul weiter aus... Also unsere Länge ausbauen können. Einen längeren. Weil sonst wird das echt hier knapp mit den Modulerweiterungen. Das können wir jetzt herstellen. Wo haben wir denn... Weil sonst haben wir nachher gar keinen Schutz mehr. Weil wir gar keine Waffen mehr haben irgendwie außen, sondern nur noch... Hier, das wäre hier. Das müssen wir abbauen. Und dann... Uff, wo bauen wir das denn hin? Oh, das nimmt einen kompletten Platz da ein, ne? Holy shit. Das müssen wir irgendwie jetzt strukturieren. Das nimmt ja auch schon zwei Plätze ein. Das brauchen wir ja auch. Warte mal, das heißt, wir könnten hier... Dann habe ich auf der Seite fast gar keinen Schutz mehr, ne? Den würde ich wegnehmen. Den würde ich vielleicht dann drüben nach vorne bauen. Also hierhin, weil der kommt ja weg. Brauche ich denn den Einser jetzt noch? Brauche ich den noch dafür? Nein, brauche ich nicht. Kann ich abbauen. Das heißt, ich kann den schon mal abbauen, ne? Und würde dann, genau, würde hier jetzt quasi wieder eine Waffe hinbauen. Weil sonst haben wir ja auf der Seite gar keinen, irgendwie gar keinen Schuss mehr oder so. Also gar kein Schutzschild. Können wir mal reparieren da oben. Warte mal. Nimm das mal eben mit. So, dann reparieren wir das mal. So, zack. Das da wieder rein. Und dann würde ich sagen, und hier machen wir dann den... Nee, Quatsch, den wollte ich nach vorne machen. So, genau. Den wollte ich nach hier hin machen. Den wollen wir ja auch, ne? Und dann habe ich auf der Seite ja fast null Schutz. Außer hier. Habe ich noch... Ich habe doch noch eine Flinte, ne? Schrotflintenturm habe ich sogar zweimal. Das ist aber echt... Okay, das Kohlekraftwerk 1. Brauche ich da so viele von? Theoretischerweise kann ich doch einfach... So viele brauchen wir doch nicht, oder? Wir haben ja jetzt Stufe 2. Wir haben ja eine gute Bilanz eigentlich, ne? 5 plus haben wir jetzt. Warte mal, wenn ich jetzt den nochmal wegnehme und hier nochmal Kohlekraftwerk hinbaue? Zeige ich da nicht an, okay. Würde ich aber trotzdem erstmal so... Weil im Prinzip haben wir ja Stufe 2 sogar schon... Warte mal, was macht das denn, Stufe 2? Steht das nicht beschrieben? Stufe 2. Energie 10 pro Sekunde. Kernpunkte 5. Okay. Größe 2. Ja, auch Größe 2, ne?
5 pro Sekunde, 10 pro Sekunde. Brennwert 500, Brennwert 1000. Das heißt, das Doppelte. Das heißt quasi, wenn ich 2 wegnehme, brauche ich ein 2er. Passt das ja. Wenn ich ein wegnehme, brauche ich ein 2er. Warte mal, wo ist denn der 2er Kohle eigentlich? Ist der oben? Da, okay, der braucht einen doppelten Platz, ne? Ja, verstehe. Da oben kann ich kein anderes Modul hinzimmern, ne? Nur Kohle und so. Gut, das heißt, ich kann hier unten, lass es mal raufdüsen, ich speichere mal. Was? Drillship besetzt? Was? Wer parkt denn da auf meiner Parkfläche? Was soll denn das? Können wir mitnehmen, die Pumpe, ne? So, ich tauche mal auf hier im Kupfertal. Und dann würde ich sagen, bauen wir uns das Teil mal eben schnell. Wenn wir gleich oben sind. Hier, Raffinerie Stufe 2. Und ja, dann können wir mal gucken, dass wir demnächst unser Schiff weiter ausbauen. Was dürfte ja eigentlich dann funktionieren, was wir alles brauchen. Raffineriemodul Stufe 2, das heißt, müsste ja hier die Raffinerie, das ist ja die Raffinerie, die müsste erweitert werden dann. Hey, geht nicht, weil warum? Was fehlt denn? Produktionsmodul Stufe 2. Haben wir doch. Hä? Oder haben wir es gar nicht aktiviert? Ach, wir müssen das auch aktivieren alles, ne? Haben wir wahrscheinlich noch gar nicht aktiviert, ne? Oder? Nein, haben wir gar nicht aktiviert. So, jetzt aber. Ach, guck mal, jetzt kriegen wir auch sogar Sachen angezeigt, was wir alles herstellen können. Was fehlt denn? Eisenplatten, Eisenschrauben, zweimal Kessel. Hä? Haben wir das nicht? Ach, zweimal Kessel. Uff. Das fehlt uns jetzt? Ich dachte, wir haben das. Oh nein. Eisenplatten, Eisenschrauben. Eisenplatten, Eisenschrauben. Zweimal Kessel brauchen wir. Einen verfügbar. Wir brauchen zweimal Kessel. Holy shit. Gar nicht drauf geachtet. Scheiße. Scheibenkleister. Forschungsmodul 2 können wir herstellen. Ja. Dann können wir theoretischerweise das eine ersetzen, ne? Ach nee, wollten wir nicht das herstellen? Bin ich jetzt doof? Warte mal. Was wollten wir denn herstellen? Eigentlich wollen wir die Raffinerie erweitern, oder? Da ist die... Warte mal, die Forschung können wir doch wegnehmen. Und dann können wir doch die Forschung auch bauen, oder? Weißt du was? Fertig, ich baue das einfach. So, drauf geschissen. Wir machen es einfach. Wo ist es denn jetzt? Ach, haben wir wahrscheinlich noch gar nicht, ne? Müssen wir erstmal einsammeln. Ach doch, haben wir gebaut. Lul. Jetzt bin ich unschlüssig, was wir bauen. Stimmt, der hat das ja gebaut gehabt. So, machen wir erstmal das hier. Jetzt haben wir noch... Wo bauen wir denn den zweiten Teil von der Dings hin, von der Forschung? So viel Platz haben wir gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich den zweiten... Hä? Wo soll ich denn... Ich kann das nirgendwo hinbauen. Okay, dann drauf geschissen. Hallo? Dann ganz ehrlich drauf geschissen. Ja, brauchen wir erstmal nicht mehr. Ja, er zeigt uns natürlich an, hier Kettenteile suchen. Haben wir ja alles. Produktionsdaten. Guck mal, wir können sogar ein schnelleres Drillship. Guck mal. Raffineriedaten. Stufe 1 an der Forschungswerkbank. Hier können wir herstellen. Zack. Legierungsbarren 10 Stück. Ernsthaft. Und Produktionsdaten Stufe 1. Zweimal. Haben wir jetzt. Wir brauchen nur noch die Legierungsbarren, die wir nicht haben. Ach, können wir jetzt herstellen, ne? Mit Eisenerz, stimmt ja.
brauchen wir denn dafür? Oh, wir brauchen das Raffineriemodul Stufe 1. Warte mal. Dann sollten wir das vielleicht wieder einbauen. Erstmal, vorerst. Wo baue ich das denn ein? Haben wir für einen nicht... Warte mal, wir haben da eine Waffe. Und wir haben... Warte mal. Was haben wir denn jetzt? Jetzt bin ich gerade ein bisschen unschlüssig. Warte mal, wir haben Raffinerie 2. Wir brauchen... Ach, Kupfererz brauchen wir. Kupfererz haben wir doch, oder? Nein, wir haben kein Kupfererz mehr. Nein! Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass wir kein Kupfererz haben? Ernsthaft? Wir haben kein fucking Kupfererz mehr? Das kann doch beinahe gar nicht sein. Na toll. Gut, okay. Gut, dann wissen wir... Kupfererz. Sind wir draußen? Ja, ne? Doch, wir sind draußen. Moment, da gehe ich mal eben schnell auf Erkundungstour. Kupfererz. Lass mal eben schnell auf der Mappe gucken. Hier direkt ist vor unserer Tür Kupfererz. Da. So. Kriegen wir hin. Das machen wir jetzt noch eben fertig, würde ich sagen. Das machen wir jetzt fertig. So, Drillship. Schnelleres Drillship. Unsere Taschen sind einfach voll. So, dann haben wir das auch fertig. Dann brauchen wir eigentlich im Prinzip ja... Genau. Den Kern noch aufwerten. Produktionsdaten Stufe 2 erstellen. Ja, ja, alles gut. Das kommt auch noch. So, speichern ist eine gute Idee. Weil das gerade da selber gemacht hatte. Wir kriegen echt gerade Platzmangel mit unseren Modulen, ne? Ist gerade mir so... Oh, wir haben keinen Platz mehr im Inventar, Alter. Das nehme ich mal raus. Das nehme ich mal raus. So, jetzt dürfte das eigentlich funktionieren, ne? Genau. Wie viel brauchen wir denn davon? 10 Stück. So. Station Weird Production einschalten. Klicke auf Taste NA auf der Station. Was? Welche Station? Ach, da. Modifizierte Ketten herstellen. Verstärkter Rumpf können wir auch herstellen. Aber wir sollen Ketten herstellen. Hier. Machen wir. Untergrundgeschwindigkeit 113. Alter, Auftauchgeschwindigkeit 7 Meter in der Sekunde. Nice. So, das müssen wir natürlich jetzt einbauen. Was wir direkt mal machen. Wenn wir uns erstmal das Ding hier rausholen. Das war irgendwo hier unten. Alter, es wird immer voller hier. Nee, wo ist es denn? Da sind die Ketten. Und da müssen wir das jetzt aufwerten. Hier. Boah, Ehre. Nice. So, Produktionsmodul Stufe 2. Müssen wir zweimal herstellen. Das machen wir auch nochmal eben. Ah, nee, Drillship-Kerne herstellen. Oh, warte mal. Oh, geil. Ja, Mann. Ja, Mann, aber wir brauchen noch eine Dampfturbine. Das wäre noch ganz cool. Regierungsbachen und Forschungsdaten Stufe 2 einmal. Warte mal, Forschungsdaten Stufe 2. Stellen wir her. Dann können wir wahrscheinlich die Turbine auch nochmal herstellen. Und Legierungsbarren Stufe 1. Aber wir haben Stufe 2, ne? Doch. Können wir das jetzt herstellen? Oh, das wäre so geil. Ja, Dampfturbine. Ehre. Alter Schwede, Leute. Es wird so geil. Wir können unser Schiff verlängern, damit wir mehr Platz haben. Ja, Mann. Huch, ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. So, warte. Wollen wir die sagen oben? Ja, geil. Aufwertung. Dampfturbine 2. Alles auf Stufe 2. So, das heißt, wir können aus dem Frachtraum jetzt quasi unser... Nee, warte mal, wo haben wir es denn? Das haben wir da reingepackt, ne? Ja, wir können es verlängern. Würde ich jetzt mal behaupten, ne? Geht nicht, weil warum? Drillship-Segment kann nur unterirdisch installiert werden. Achso, gut, dann machen wir das. Warum unterirdisch? Macht eigentlich gar keinen Sinn, aber egal. Ja, es wird noch länger. Geil. Weil dann können wir nämlich auch wieder die Waffen anschließen und so. Ja, supi. Mega. So, so langsam wird's. Auf die Länge kommt's an. Ihr wisst schon, was ich meine. So. So, ich speichere.
vorsichtshalber, ne? Ist ja alles Early Access. So, warte mal, dann kann ich hier die Module behalte ich noch erstmal im Inventar, in der Tasche. So. Aufwertung. Alter. Alter! Holy, was? Was, wir müssen umbauen. Wir müssen den... Was zur Hölle? Alter! Alter, was zur Hölle? Und ich mache mir Platzsorgen. Holy Jesus, was zur Hölle, Alter? Und ich mache mir einfach Platzsorgen. Ich glaube, unser Platzproblem hat sich soeben in Luft aufgelöst. Alter! Wir... Ja, Doppelgelenkbus kann man ja sagen, ne? So, pass auf. Ich fahr mal einfach mal nach oben. Ich würde gerne mal sehen, wie das aussieht. Nur einmal, um zu gucken. Alter, wie geil ist das Spiel bitte? Boah, das wird so cool. Aber wenn man hier einfach die Technologie anbringt, die großen Breiten und oben vielleicht einfach nur Lager... Oh, das wird so großartig. Oh, ich sehe ein riesiges Lagersystem. Bisschen übertrieben, glaube ich. Und ich sehe ganz viele Werkbänke. Gut, wir haben auch ein bisschen Mission ja abgeschlossen, kann man ja auch sagen. Und wir brauchen auf jeden Fall noch eine Tür. So, speichern. Ich traue mich gar nicht, mich umzudrehen. Es ist... Alter, was zur Hölle ist das denn? Es kommt also doch auf die Länge an. Sagt man so. Alter, was zur Hölle ist das bitte? Das ist doch kein Drillship mehr. Das ist doch schon eine Flugzeugturbine. Alter, das sieht aus wie ein Bus. Holy Jesus. What? Jesus Christ, was ist das? Was zur Hölle? Das ist... Ich speichere nochmal eben schnell. So, dann würde ich sagen, ich fahre das Ding mal unter Erde, damit wir uns mal angucken können. Obwohl, das können wir auch innen machen. Ja, aber damit kann man doch schon mal ein bisschen arbeiten. Damit kann man doch schon mal diese breiten Module, die wir haben, auf jeden Fall... Die sind definitiv jetzt besser ausgerüstet, ne? Schon... Auf der ersten Insel, das kann man schon sagen. Nee, aber damit kann man ja schon arbeiten. Damit kann man ja schon wirklich die... Alter, was ist das für ein Gefährt? Leck mir an den Socken. Braucht natürlich jetzt auch länger, bis es unterirdisch ist. Geil. Ich habe gedacht, jetzt kommt nochmal so ein kleines Stück, was wir hinten dran haben, einfach nochmal da dran. Aber nee, wir kriegen einfach mal nochmal so einen... Wir kriegen einfach nochmal eine halbe LKW-Länge. Das ist halt so gut. Aber wie gesagt, damit ist definitiv das Platzproblem gelöst, was wir gerade hatten mit den großen breiten Modulen, weil die brauchen ja zwei Flächen. Also wir hatten ja gerade Module, die quasi immer nur eine Fläche brauchen. Jetzt haben wir Module 2. Ich schätze, beim nächsten Update, bei 3, werden wir wahrscheinlich 3 Flächen brauchen. Gehe ich von aus. Ja, aber somit ist das ja schon mal... Alter, ich habe auch gar keinen Bock, jetzt gerade mein Inventar aufzuräumen, weil wir... so. Das können wir jetzt auch platzieren eigentlich, ne? Das können wir mal eben machen, komm. So, hier, seht ihr? Das braucht nämlich 2 Plätze. Das andere braucht immer nur 1 Platz. Ich hoffe, die Kohle reicht. Theoretischerweise können wir hier unsere ganzen Dings hinzimmern. Unsere ganzen Module. Und oben kann man dann vielleicht Lager machen oder so. Ja, komm, ich mach das beim nächsten Mal. Ich würde sagen, ich speichere jetzt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und dann wird's richtig kuschelig. Oh mein Gott, ich kann's kaum erwarten. Und ihr hoffentlich auch nicht. Dann sehen wir uns wieder hier bei Vulcano Eats und zu einer weiteren Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüss.